Hallo ihr Lieben, ihr habt es so gewollt. Willkommen bei mir im Atelier. Ich habe jetzt hier meinen Stanzblock, den ich gestern benutzt habe und werde jetzt da nochmal ein Bastelprojekt draus herstellen. Wenn ihr wissen wollt, was ich jetzt gebastelt habe, dann bleibt jetzt einfach dran. So, ich habe mich jetzt für das Motiv entschieden. Das ist direkt die erste Seite. Jetzt löse ich wieder die einzelnen Teile aus. So, jetzt habe ich alles ausgedrückt und die Blumen Einzelteile werde ich jetzt alle wieder wölben. So wie ich euch das schon beim letzten Video gezeigt habe. So, jetzt wollte ich euch das mal von nahem zeigen. Seht ihr? Die sind richtig schön gewölbt. Und jetzt kann ich die aufeinandersetzen. Das mache ich wieder mit 3D-Pads 1 mm. Anfangen werde ich mit dem größeren Motiv und dann werde ich immer kleiner. So, jetzt habe ich die zusammengesetzt. Wie ihr seht, schön plastisch und dadurch, dass ich die so gewölbt habe, sie liegen die auch sehr schön an und man sieht nicht überall diese Klebepads. Hier genauso. Ja, jetzt werde ich sie wohl zusammensetzen. Da habe ich ja wieder diese Vorlage, die dabei lag. Das werde ich dann so ähnlich machen. So, jetzt nehme ich rosafarbene Stempelfarbe und brasche den Rand hier etwas an. Wie ich euch bei dem anderen Video schon gesagt habe, da kann natürlich auch diese Nüppchen da wegschneiden oder man färbt sie ein. Heute werde ich sie mal einfärben. So, das lege ich jetzt zur Seite. Das ist vorbereitet. Das lege ich auch zur Seite. Und tada! Als erstes mache ich keine Karte mit euch, sondern ich habe mich jetzt dazu entschlossen, diese Geschenktüte zu verbasteln. Die gibt es ja in verschiedenen Größen. Das ist jetzt die mittlere Größe. Und ich finde es ganz schön, wenn ich das jetzt hier drauf klebe. Später. Und wenn man jemandem zum Beispiel was für einen Garten schenkt, eine Blume oder so, kann man das hiermit sehr schön überreichen. Es passt thematisch sehr schön, finde ich. Jetzt nehme ich mir dafür noch einmal eine Stempelfarbe und eine Schablone. Jetzt müsst ihr natürlich beim Schablonieren aufpassen, weil wir haben hier diese Verlängerung von dem Papierdraht bis hierhin. Das heißt, ich setze die Schablone jetzt nur hier unten an, weil hier drüber zu schablonieren ist ein bisschen schwieriger und ich mache es mir jetzt ein bisschen leichter hier.
Jetzt nehme ich auch rosafarbene Stempelfarbe. Das wird aber sehr dezent sein. So reicht mir das jetzt schon. Auf der anderen Seite kommt hier kein Motiv. Das heißt, hier arbeite ich jetzt auch mit der Schablone, damit die Rückseite nicht so nackig ist. Nehme ich noch mal die Vorderseite. Mache an den Kanten was, damit das hinterher bei dem Motiv hervorlünkert. Seht ihr, was ich meine? Ne? Ist das nicht ganz so nackig da oben? So, die Rückseite finde ich jetzt nicht ganz so schön schabloniert. Aber das macht nichts. Ich kann das hier einfach weiter gestalten. Jetzt nehme ich den Posca-Stift in 3M Größe. Machen wir hier einfach so ein paar Punkte hin. Da habe ich mit der Schablone nicht so sauber gearbeitet. Aber das kann man ja so ein bisschen wegarbeiten. Dann sieht es so aus wie gewollt. Das lasse ich so jetzt auch trocknen und dann werde ich mir die Vorderseite noch mal vornehmen. So, das ist jetzt getrocknet. Jetzt drehe ich das einmal um. Klebe mein Kärtchen auf. Wenn ihr so wie ich jetzt hier mal zu viel Kleber genommen habt, dann nehmt einfach einen Papierrest oder so und verteilt das noch mal ein bisschen. So, und damit ich das hier mit den Punkten, damit sich das auf der Seite wiederholt, mache ich jetzt hier auch einfach noch ein paar Punkte hin in Weiß. Natürlich in der gleichen Stärke. Das reicht mir schon. Und schon habe ich ein schönes Geschenktütchen fertig. Passend dazu möchte ich mir jetzt noch eine Karte gestalten. Ich habe hier noch diesen Rest hier über. Den brasche ich auch wieder mit Rosa einmal an.
Dann nehme ich eine weiße Doppelkarte. Meine Stempelhilfe. Lege ich noch ein Zewa drunter vorher. Zewa drunter. Jetzt nehme ich noch mal die Schablone mit den Kreisen. Die habe ich jetzt nicht sauber gemacht, wie ihr seht, weil ich ja die gleiche Farbe noch mal benutzen möchte. Ist sehr schön geworden, der Hintergrund. Die Farbe lässt sich sehr leicht von der Schablone abspülen. Einfach Wasser drüber laufen lassen. Jetzt klebe ich das Papier mit doppelseitigem Klebeband auf. Vielleicht erinnert ihr euch noch hier an diesen Stanzteil vom letzten Video. Das habe ich hier aufgehoben. Und das findet jetzt hier seine Verwendung. Und zwar klebe ich das hier oben hin mit 3D-Pads 1 mm. Ja, und so schnell habe ich jetzt meine Karte fertig. Passend zu meiner Tasche. Hier habt ihr das Täschchen. Und hier habt ihr die Karte. Ich weiß nicht, ob ihr die so Täschchen schon gestaltet habt oder ob ihr bis jetzt nur Karten gebastelt habt. Ich finde das mal eine schöne Abwechslung. Und man hat noch direkt die passende Karte. Finde ich schön. Ja, das war's für heute. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Tanja.